Die Geschichte der Finanzmärkte ist gestern um eine skurrile Farce reicher geworden. Es geht um die Bitcoin-ETFs, die ja bis spätestens heute eigentlich durch die US-Börsenaufsicht SEC genehmigt werden sollten. Gestern Abend, spätabends deutscher Zeit, dann ein Tweet: Wir genehmigen die Bitcoin-ETFs, ein Tweet der SEC scheinbar, aber dann wenig später ein Dementi des SEC-Aufsichtschefs oder des SEC-Chefs. Gary Gensler, der sagt, nein, wir sind gehackt worden. Dieser Tweet ist gar nicht von uns. Wir sehen oder haben gesehen, dass Bitcoin zunächst mal nach oben geschossen ist, dann das Dementi, die Bitcoin nach unten geschossen, um sich dann tiefer wieder irgendwo einzupendeln. Also das ist schon eine ziemlich skurrile Phase. Es ist ein Ansehensverlust, ein weiterer Ansehensverlust für die US-Börsenaufsicht SEC, die sich um vieles kümmert, aber um viele große Dinge nicht wirklich kümmert, hat man den Eindruck. Das haben wir schon bei Bernie Madoff gesehen, und heute kommt eben sehr wahrscheinlich diese Genehmigung. Was wird dann mit Bitcoin passieren? Bitcoin ist mental auch für die Aktienmärkte wichtig. Steigender Bitcoin-Kurs oder fallender Bitcoin-Kurs ist schon manchmal eine Frühindikation, wie es auch für die Aktienmärkte weitergeht. Hier sehen wir zunächst mal dieses vermeintliche Approval der Bitcoin-ETFs. Und hier Gensler, der hier sagt, ja, scheinbar, also scheinbar sagt hier, wir werden die Effizienz verbessern und hier ein regulatorisches Rahmenwerk machen. Klingt sehr, sehr plausibel, was da geschrieben wurde, auch vom Sprachduktus her. Dann wenig später aber Gensler mit dem Dementi: Dieser Account was hacked, ein unautorisierter Tweet wurde gepostet. Die SEC hat nicht diese Bitcoin-ETFs autorisiert. Hier sehen wir nochmal die Timeline. 3.11 Uhr kam dieser Tweet, US-Zeit, Ostküstenzeit. Dann 3.26, also eine Viertelstunde später, Gensler mit dem Dementi und so weiter. Dann hat man nochmal approved, dass, oder bestätigt, dass die Accounts gehackt wurden, wenig später. Und das ist schlichtweg eben schon deshalb einfach interessant, weil die SEC ja immer sagt, glaubt nur das, was direkt von uns kommt. Und dieser Tweet war ja direkt von der SEC, nur nicht eben offenkundig waren es die SEC-Personen, die diesen Tweet abgesetzt haben, sondern jemand anders, der im Account von SEC sich da ein bisschen austoben würde. Und das ist natürlich schon sehr, sehr schwach. Diese Witzgestalten können nicht mal ihren Twitter-Account safe halten, so hier Zero Hedge. Und der Grund dafür, warum das gehackt werden konnte, war, dass die SEC versäumt hat, offenkundig den Zwei-Faktor, die Zwei-Faktor-Authentifikation zu machen mit dem Handy. Also eine relativ banale Sicherheitseinrichtung nicht genutzt hat, die X ehemals Twitter anbietet. Das ist schon extrem peinlich. Hier nochmal dieser Tweet der SEC damals im Oktober, als schon mal die Meldung, die Fake-Meldung kam, Bitcoin-ETF seien jetzt akzeptiert worden durch die Aufsicht. Damals dann eben dieser Tweet: Seid vorsichtig, was ihr im Internet liest. Die beste Information über die SEC ist die SEC. Wir haben jetzt gemerkt, dass es nicht offenkundig die beste Information über die SEC ist, wenn man hier nicht wirklich aufpasst, was da passiert. Das Interessante ist, wir werden gleich sehen, wie Bitcoin reagiert hat. Aber zunächst mal Bestätigung, scheinbar Bestätigung, Bitcoin-ETFs akzeptiert, Bums, Kurse von Bitcoin nach oben. Dann das Dementi war doch nur gehackt. Jedenfalls sagt hier zum Beispiel James Seifert durchaus richtig: Also wenn jemand jetzt finanzielle Absichten gehabt hätte, dann hätte er ja die Meldung verbreiten können, wir bestätigen die Bitcoin-ETFs nicht oder genehmigen diese ETFs nicht, dann wäre Bitcoin sehr wahrscheinlich sehr deutlich gefallen. Wenn jemand dann short auf Bitcoin gewesen wäre, hätte er damit sehr viel Geld machen können. Also das scheint eher ein Fan von Bitcoin gewesen zu sein, der da ein bisschen voreilig versucht hat, Tatsachen zu schaffen. Jedenfalls ist dieser Tweet der SEC damals: Seid vorsichtig, was ihr im Internet lest, glaubt nur das über die SEC, was direkt von der SEC kommt. Das wird wahrscheinlich der Tweet des Jahres. Der wird wohl nicht mehr überboten werden können.
Und noch grotesker ist, dass die SEC jetzt gegen sich selbst ermitteln muss wegen Marktmanipulation, weil ja sozusagen von einem Account, nämlich dem Twitter-Account der SEC, dann dieser Tweet abgesetzt wurde, führte zu einer starken Reaktion beim Bitcoin-Kurs, zunächst mal nach oben. Dann das Dementi durch die SEC führte wieder zu einer starken Bewegung beim Kurs. Also muss jetzt die Börsenaufsicht gegen sich selbst wegen Marktmanipulation ermitteln. Das ist durchaus Kafkaesk, was da passiert, aber sehr wahrscheinlich, wie Charles Gasparino hier schreibt, wird man hier diese ETFs genehmigen. Ein anderer amerikanischer Tweet hier sagt, also ihr wollt mir wirklich sagen, dass die SEC es nicht geschafft hat, einigermaßen ihren Twitter-Account abzusichern, aber wenn ich 17 Dollar irgendwem schicke über Venmo, dann habe ich jede Menge Leute von der Aufsicht, die mich beobachten und gucken, ob dann alles mit rechten Dingen zugeht. Also das bringt das so ein bisschen auf den Punkt, dieses Versagen der Behörden im Prinzip. Auch große Seiten wie CNBC meldeten SEC approves Bitcoin ETFs for Trading. Hier unten sieht man mal die Anbieter, die hier dann in den Startlöchern stehen, deren ETFs genehmigt werden könnten und ihre Gebühren. Es würde wahrscheinlich, wenn es heute genehmigt wird, wahrscheinlich schon morgen losgehen können mit dem Handel bei den Bitcoin-ETFs. Und hier sehen wir nochmal die Reaktion von Bitcoin. Erst dieser Move nach oben fast bis 48.000 Dollar, dann ging es runter auf 45.000 Dollar, bevor es sich dann einpendelte, so ein bisschen, aber tiefer jedenfalls als vor diesem vermeintlichen Tweet zur Genehmigung von ETFs. Zero Hedge schreibt hier, Bitcoin steigt jetzt wieder, weil eigentlich ja man gedacht hat, okay, wenn die SEC diese Bitcoin-ETFs genehmigt, dann ist das ein Sell-the-News-Event, dann fällt der Kurs. Also steigt der Kurs wieder, weil sich herausgestellt hat, dass diese Genehmigung fake war. Also das ist auch wieder so eine wirklich skurrile Geschichte. Hier sehen wir, dass wir auf jeden Fall bärische Divergenzen haben im Chart, was den RSI betrifft. Bei Bitcoin, das wird hier nochmal deutlich, diese Rallye, oder der Rallye vorausgegangen war, eine bullische Divergenz. Wir sahen also, dass der Bitcoin-Kurs gefallen ist, aber der RSI bereits gestiegen war. Jetzt sehen wir diese negative Divergenz. Technisch sieht das schon nach einem Abverkauf aus, früher oder später vielleicht mit Genehmigung der SEC, der Bitcoin-ETFs, nochmal ein Anstieg über 48.000, vielleicht bis 50.000. Und dann der schwere Rücksetzer, die Gewinnmitnahmen, buy the rumor, sell the news. Mal sehen, was passiert, aber die Warnzeichen technisch sind auf jeden Fall da. Warnzeichen gibt es für die einen oder anderen auch für die US-Indizes, die aber gestern nach der Rallye am Montag, naja, mehr oder weniger seitwärts gelaufen sind. Nasdaq leicht im Plus, Small Caps deutlicher im Minus, S&P leicht im Minus, Dow Jones im Minus, vor allem wieder Nvidia, Google und Amazon, die gezogen haben bei den Magnificent Seven, die jetzt größer sind, oder die Marktkapitalisierung dieser sieben Aktien ist größer als jeder Aktienmarkt der Welt, als alles, was an diesen Aktienmärkten börsennotiert ist, zum Beispiel China, Japan, Hongkong, Indien, Frankreich, UK, dann kommt schon Apple, Microsoft, Kanada, Alphabet, Amazon, Nvidia und Meta. Der DAX oder Deutschland scheint hier gar nicht auf, vielleicht hat man das vergessen, gell, aber es scheint auch nicht so weit her zu sein. Auf jeden Fall sehen wir, dass jetzt ehemalige Bären wie Mike Wilson auch für die US-Aktienmärkte ein Soft Landing erwarten, aber das ist vielleicht nicht immer das beste Timing, was Mike Wilson hat, wie wir hier oben im Chart sehen. Als er sagte, also ich gehe davon aus, dass die Kurse weiter steigen, dann ging es erstmal nach unten, dann sagte er, ja, also die Gewinne sind schlecht, es dürfte weiter nach unten gehen, dann ging es nach oben. Also das Timing von Mike Wilson ist nicht besser geworden. Und apropos Soft Landing, jetzt eine neue Umfrage unter Arbeitgebern in den USA. 38% der Firmen sagen, sie planen Entlassungen im Jahr 2024. 52% planen wahrscheinlich einen Hiring Freeze, werden also keine Leute mehr einstellen. 40% der Befragten sagen, ja, das liegt an KI, künstlicher Intelligenz, und 3 von 10 wollen ihre
Holiday-Bonuses in diesem Jahr reduzieren oder ganz streichen. Jetzt dann auch Meldungen, Barclays wird 5000 Leute entlassen, global gesehen. BlackRock wird 3% entlassen. Auch mit dem Verweis auf KI und die Folgen für Geschäftsmodelle so vieler Firmen. Also da tut sich was. Soft Landing auch nochmal das Motiv in Sachen Jobs auch. Hier sehen wir die US Office Vacancy Rate, also der Leerstand von Büroimmobilien, jetzt auf ein neues Allzeithoch gestiegen bei 19,6%. Bisherige Rekorde waren 1986 und 1991. Die sind jetzt überboten worden im Gefolge des Homeoffice und in Sachen weicher Landung der Wirtschaft. Ja, wir haben im dritten Quartal ein Wachstum der Wirtschaft gehabt, nominal um 547 Milliarden Dollar, aber wir haben im selben Zeitraum eben 621,5 Milliarden Dollar praktisch hinzugefügt. Das heißt, jeder Dollar Wachstum ist mit mehr als einem Dollar an Schulden erkauft, sodass eben die USA ein Defizit von 7,7% zum BIP haben. Da wäre man hier in Europa mit einem Problem versehen, Maastricht-Kriterien. However, ein Problem ist oder war auch vor allem der Bankensektor. Damals hat die Fed dann ja das Bank Term Funding Program ins Leben gerufen, das sich immer stärkere Nachfrage erfreut hat. Warum? Weil die Fed da gute Konditionen den Banken anbot, wenn sie sich Geld leihen wollten. Das haben die Banken dann gemacht und ist besser verzinst woanders angelegt, also eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Jetzt hat der Barr, der hier zuständig ist für die Bankenaufsicht, gesagt, das wird enden oder nahegelegt, dass das nach dem 11. März nicht mehr weiter aufgelegt wird. Dieses Bank Term Funding Program könnte die Lage für einige Regionalbanken wieder erschweren. Und in Sachen Bitcoin, da werden ja oder sagen ja viele immer dann auf YouTube, guck mal, du wirst dich noch wundern, wohin Bitcoin explodieren wird. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich zum Beispiel polemisierte gegen die Euphorie um GameStop, AMC, also diese Meme-Aktien, da haben sehr viele Neulinge an der Börse gesagt, überhaupt keine Ahnung, der Mann, das ist die ganz große Zukunft. Hier sehen wir jetzt die Zukunft mal in der Gegenwart, in der realistischen Gegenwart. AMC, neues Allzeit-Tief, also diese Kinokette in den USA. Und GameStop auch nicht gerade jetzt im Bereich seiner Hochs. Also wer da irgendwo oben eingekauft hat, der ist im Grunde der Bleckte, wie man in den Bayern sagt, der hat letztendlich ziemlich ins Klo gegriffen. Anderes Thema, Geopolitik. Beijing has no room to compromise on Taiwan, sagt ein wichtiger Offizieller. Also wir haben keinerlei Spielraum für Kompromisse in Sachen Taiwan. Dort ja, nämlich in Taiwan am Samstag, die Wahlen. Und jetzt versucht Peking den Druck auf Taiwan zu erhöhen. Hier sehen wir mal die potenziellen Kandidaten wahrscheinlich. Aber wird jene Partei gewinnen, die sich für eine deutliche Abgrenzung zu China stark macht? Zwar sprechen jetzt die USA und China wieder direkt, also deren Militärs sprechen wieder direkt nach dem Treffen Xi Jinping und Joe Biden in San Francisco, aber China versucht jetzt vor allem immer mehr Bündnisse zu bilden, auch gegen die Dominanz der USA oder gegen den Einfluss der USA. Das gilt übrigens auch für Indien, da ist auch ein ziemlicher Kampf entspannt zwischen Indien und China um strategische Positionen und dementsprechend Einfluss auf verschiedene Länder, die in der Nachbarschaft liegen. Wenn wir jetzt mal nach Europa kommen, sehen wir Villeroy, der französische Notenbankchef, der hat nochmal gesagt, ja, wir werden schon in 2024 die Zinsen senken, sagt aber nicht wann. Wir werden nicht vom Kalender, sondern von den Daten geleitet, sagte der gute Mann. Hört man Bundesbanker wie Nagel, dann hört sich das ein bisschen anders an. Da warnt man davor, zu früh die Zinsen zu senken oder überhaupt davon zu sprechen. Also wir sehen nach wie vor diese Differenz, vor allem zwischen deutschen und französischen Notenbankern. Die Franzosen sind hochverschuldet, gerade was die Unternehmen betrifft. Staatsverschuldung, Unternehmensverschuldung sehr, sehr hoch und in der Summe höher als etwa bei Griechenland. However, kommen wir nach Germany, nach Deutschland. Hier sehen wir Geschäftsklima im Wohnungsbau auf Allzeittief. Seit 1991 werden die Daten ermittelt und es war noch nie so mies wie jetzt, so dass IFO gleichzeitig sehen wir, dass die Preise für den Wohnungsbau weiter steigen. Also bauen wird immer teurer aufgrund vor allem vieler Auflagen.
ESG und so weiter, das findet jener Clown gut, den wir hier sehen, der heißt im echten Leben Marcello Fraccherino und hier Außenministerin Annalena Baerbock in einem Parodie-Account. Sagt gute Nachrichten, dieser unabhängige Expertin prognostiziert, dass wir durch das grüne Wirtschaftswunder bald das BIP von China überholen werden. Und mit den zusätzlichen Steuereinnahmen können wir das BürgerInnengeld erhöhen. Und seine Prognosen stimmen immer genau. Der Marcello hat nämlich gesagt, Inflation, das ist doch nur Panikmache von solchen Kanälen wie dem vom Vogtmann. Geld, da gibt es keine Inflation. Dann waren wir um und bei 9%. Dann hat der Marcello gesagt, also Inflation wird nie wieder weggehen, hat der Marcello gesagt. Also auf den Mann ist Verlass, auf die Baerbock natürlich auch und auf die SEC, auf die US-Börsenaufsicht sowieso. So, hier nochmal das Wichtigste in Sachen dieser skurrilen Farce zu Bitcoin und der US-Börsenaufsicht. Das wird heute wichtig. Genehmigung ja, nein, wann und so weiter und so fort. Erste Empfehlung und die zweite Empfehlung nochmal Donald Trump, was der so über den Crash der Aktienmärkte sagt, warum der besser unter Biden noch passiert, denn die Folgewirkungen seiner segensreichen Politik ebben immer mehr ab, so Trump, und dementsprechend müsste es eigentlich zum Crash kommen und er hofft, dass das eher bald als später passiert. Zweite Empfehlung, ich sag jetzt Servus, ciao.